Okay. Hallo Freunde, alles neu macht der Mai. So, machen wir jetzt. Jesse. Reden. Gestern bei wunderschönem Wetter haben wir versucht, draußen ein Video aufzunehmen. Die Betonung liegt auf versucht. Die Nachbarn haben gequatscht, es kamen Hunde am Zaun vorbei und der Wind hat sein Übriges getan, sodass das Video eigentlich, überhaupt nicht zu benutzen war. Aber ich hoffe, dass ich jetzt hier gleich ein bisschen was zusammenschneiden kann, damit ihr auch noch ein paar Bilder davon seht. Warum ein neues Video? Und zwar möchten wir euch zwei neue Geschirre aus dem Hause Grossenbacher vorstellen. Das eine Geschirr ist eine Modifikation, eine Weiterführung. Und das andere Geschirr ist ein Novum, ein ganz neues Geschirr, was so noch nicht auf dem Markt war und auch so kein anderer Hersteller anbietet. Wir fangen an. Und zwar das beliebte Vario-Geschirr, das mitwachsende Geschirr. Wird es so in dieser Form nicht mehr geben. Das Vario heißt jetzt Vari-Geschirr und das ist dieses Geschirr. Es ist etwas modifiziert worden. Die Schnallen hier oben sind jetzt aus Metall zum Einstellen und die Gurte hier am Halsbereich sind verdeckt. Das Vari-Geschirr oder das alte Vario-Geschirr waren ja Geschirre mitwachsende Geschirre, die ihr immer wieder an den Wachstumszyklus eures Hundes anpassen konntet. Und das ist hier weiterhin genauso. Und zwar können wir den Halsbereich einstellen, die Bauchgurte natürlich verstellen und wir können auch unten am Fahrwerk des Hundes, am Unterbodenschutz, können wir auch den Bauchbereich einstellen. Das heißt, wir können dieses Geschirr hier unten näher ans Vorderbein heranstellen oder zurück, so dass wir immer die ideale Passform am Hund haben. Ja? Und wenn der Hund ausgewachsen ist, brauchen wir auch kein neues Geschirr kaufen. Es bleibt dann einfach in der größten Einstellung stehen. Im Vorfeld sollte man dann natürlich wissen, welche Größe hat denn mein Hund oder braucht er denn, wenn er ausgewachsen ist. Da 90% meiner Kunden Hoverradbesitzer sind, ist es eigentlich so, dass der Rüde die Größe L trägt und die Mädels die Größe M. Dieses Geschirr, dieses Vari-Geschirr ist in etwa um 3 Nummern oder um 2 Nummern verstellbar. Haben wir die Größe L, beinhaltet sie auch die Größe M und S. Das heißt, aus der Erfahrung heraus, die wir haben, ist dieses Geschirr circa ab dem 5. bis 7. Monat, je nach Wachstum des Hundes, einzusetzen schon. Und wenn der Hund dann ausgewachsen ist, bleibt das Geschirr einfach in der größten Einstellung stehen. Ja? Und das ist einfach genial, weil ihr braucht nicht ständig irgendwo hinlaufen und neue Geschirre kaufen. Ja? Weiterhin, diese Geschirre werden in der Schweiz gefertigt, von Hand, sind extrem schnell trocknend durch den Einsatz auch des Meshgewebes. Sie sind hervorragend gepolstert, sind von Tierärzten uneingeschränkt empfohlen. Ja? Das zu dem neuen Vari-Standardgeschirr oder Alltagsgeschirr, wie wir es nennen. So, und jetzt kommt es. Das neue Geschirr. Das haben wir jetzt hier zum Beispiel in Marineblau. Finde ich ein total geiles Blau. So ein schönes dunkles Blau. Und zwar ist es auch ein Geschirr aus der Vari-Familie, aber ein Vari-Support. Und das ist neu. Wir haben im Gegensatz zu dem normalen Vari-Standard-Geschirr ein Geschirr, das etwas länger ist und das über zwei Bauchgurte verfügt.
warum ein Supportgeschirr im Vari-Bereich oder als mitwachsendes Geschirr. Diese Geschirre sind ideal für lange Hunde und der Hoherwart ist ein langer Hund. Ja, dieses Geschirr passt sich wunderbar oder lässt sich durch seine Einstellung wunderbar an euren Hund einstellen. Aber, jetzt kommt's, wofür dieses Geschirr auch wirklich hervorragend geeignet ist, hier sehen wir nochmal die Baucheinstellung, ist, wenn ihr früh mit eurem Hund anfangt zu trailen. Ja, dann würde ich von diesen Standardgeschirren eigentlich abraten, weil sie sitzen einfach etwas zu locker am Hund. Ja, sie bewegen sich hinten und die Vari-Support-Geschirre sind länger geschnitten, haben diese zwei Bauchgurte und sitzen dadurch wesentlich besser am Hund. Hinzu kommt, dass wir beim Standardgeschirr, was wir hier haben, haben wir zwei Ringe, einen, der im Nackenbereich sitzt und einen, der hinten sitzt. Natürlich alle mit Brustring. Ihr bekommt im Hoherwart-Shop alles nur mit Brustring, damit ihr dem Hund auch das Ziehen abgewöhnen könnt. Ja? Da, aber komme ich gleich nochmal drauf. Und beim Vari-Support-Geschirr haben wir sogar, nur das blöde Etikett hier weg, drei Ringe. Einer, der wieder im Nackenbereich sitzt. Einer, der hinter dem ersten Haltegriff sitzt. Dann kommt nochmal so ein kleiner Haltegriff. Und ein Anbindepunkt, der weiter nach hinten versetzt wurde. Und das ist der ideale Anbindepunkt für Schleppleinen. Ja? Da könnt ihr, also beim Trailen, könnt ihr wunderbar hinter eurem Hund mit der Schleppleine hinterher tanzen. Und dieses Geschirr sitzt wirklich perfekt an eurem Hund. Ja? Auch hier wieder der Brustring, mit dem ihr in Verbindung mit einer Führleine, in der Verbindung mit diesem oder dem Ring zusammen, dem Hund das Ziehen abgewöhnen könnt. Es ist ein Hilfsmittel und kein Heilmittel. Ja? Der Hund wird sich tierisch wundern, dass er nicht mehr von der Stelle kommt oder schwer von der Stelle kommt und dann ist eure Erziehung oder eure Kommunikation mit dem Hund gefragt. Ja, es ist natürlich auch für Leute, ganz oft habe ich Leute, die gehandicapt sind, ne? Schulterbereich, wie auch immer. Und die sind eigentlich froh, dass sie ihren Hund dadurch wesentlich besser unter Kontrolle haben. Oder ihr verbindet den vorderen Punkt mit dem hinteren Punkt. Dann könnt ihr euren Hund führen wie mit einem Joystick. Es ist ein Hilfsmittel, kein Heilmittel, es ist ein es kann wunderbar zum Training eingesetzt werden und die Erfahrung zeigt eigentlich auch von den Kunden, dass es hervorragend angenommen wird und dass es wirklich sehr, sehr viele absolute große Erfolge damit haben. Ja? Diese Geschirre sind komplett neu auf dem Markt. Das Vari-Support ist also wirklich eine Weltneuheit, was es so von keinem Hersteller gibt. Komplett einstellbar. Ist es nur für junge, heranwachsende Hunde? Nein. Es ist auch für Hunde, denen zum Beispiel überhaupt keine Geschirre, sonst keine Geschirre passen. Der anatomisch so gebaut ist, dass er eigentlich im Supermarkt Geschirr überhaupt nicht reinpasst. Hier zwickt, da zwackt, da zu locker ist. Und diese Geschirre kannst du eben individuell komplett an deinen Hund anpassen. Ja? Also ist nicht nur für den jungen Hund. Es ist einfach, sie passen perfekt auf den Hoherwart. Ja? Gut. So, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, bitte. Ihr nehmt auch reichlich Gebrauch davon und da bin ich auch wirklich sehr froh darüber. Wir beraten euch. Lasst euch von uns beraten. Wir empfehlen euch das perfekte Geschirr für euren Hund. Weil wir wollen nicht, dass ihr zwei oder drei Geschirre kauft, sondern einmal das richtig passende Geschirr für euch und euren Hund. Ja? Also, sprecht mich bitte an. Wir sind für euch da. Sprecht mich an per Telefon, per Mail, WhatsApp, was es da auch alles gibt. Wir melden uns. Ja? Also, in diesem Sinne, bleibt gesund. Bis bald.